Guten Appetit zum zweiten Mittagssalon der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Sie wissen, zum Essen können wir Sie nicht wirklich einladen. Das haben Sie sich hoffentlich vor den Schirm gestellt, an die Seite gestellt. Ich selber habe hier Essen, ich werde das jetzt aber nicht essen können, denn wir beide, Maria Deiters und ich, werden Sie jetzt während Ihres Essens unterhalten und ein bisschen informieren, lateinisch, weil wir uns heute im Mittelalter befinden, delectare et prod esse, erfreuen und nutzen. Wir werden uns über Glasfenster unterhalten, weil die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften sich schon seit einer ganzen Zeit mit einem großen Projekt mit mittelalterlichen Glasfenstern beschäftigt. Und zu Weihnachten und in der Adventszeit spielen Glasfenster ja eine große Rolle. Bei meinen Eltern beispielsweise hingen immer wunderbare Glastransparente zur Adventszeit im Fenster. Und so haben wir gedacht, vielleicht haben Sie Spaß, mit uns beiden zum Mittagessen sich ein bisschen zu Glasfenstern unterhalten zu lassen. Maria Deiters werde ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Mich kennen Sie, Christoph Markschies. Ich bin der Präsident dieser Einrichtung und unterhalte mich mit Frau Deiters, weil ich grenzenlos neugierig bin und gerne mehr über Glasfenster wissen möchte. Maria Deiters ist Honorarprofessorin der Technischen Universität und leitet unsere Arbeitsstelle für mittelalterliche Glasfensterinventarisierung in Potsdam. Sie selber ist an der Technischen Universität ausgebildet worden bei einem Kunsthistoriker, der mich immer sehr fasziniert hat, Robert Zukale. Von ihm habe ich gelernt, dass mittelalterliche Kirchen nicht einfach ein großes Hauptportal haben, durch das alle reingehen, sondern dass sie sehr unterschiedliche Portale haben und wenn man zufälligerweise nicht Bischof oder König ist, man durchs Hauptportal überhaupt nicht reinkommt, sondern ein bescheidenes kleines Seitenportal nehmen muss. Und insofern, das erlebe ich auch an Frau Deiters. Frau Deiters hat ein starkes Interesse nicht nur an ikonografischen Details, sondern so an dem Gesamtzusammenhang eines Kunstwerks. Und damit werden wir uns heute auch beschäftigen. Sie hat nicht nur an der Universität gearbeitet und in unserem Inventarisierungsprojekt, sondern auch praktisch Denkmalpflege betrieben. Das werden wir heute sicher auch sehen. So, jetzt haben wir aber genügend geredet. Sie sehen, wir haben, wie das für so eine Akademie sich auch gehört, nicht nur Texte hier, sondern wir haben auch Objekte. Und mit denen werden wir uns jetzt mal beschäftigen. Und ich stelle einfach als allererste Frage, ich bin ganz fasziniert von diesem Blatt dort in der Mitte. Und erklären Sie doch mal, Frau Deiters, erstens, ob das überhaupt ein Blatt ist, von wann es ist und wie man das hinkriegt, aus so einer grünen Scheibe, die wie von einer Bierflasche aussieht, ein wunderschönes Blatt zu machen. Ja, ich habe hier verschiedene Objekte aus unserem Bereich mitgebracht. Das war ja durchaus eine Herausforderung, weil normalerweise unsere Objekte in 10 Meter Höhe in den Kirchenräumen angebracht sind. Und wie es der Zufall wollte, haben wir einen kleinen Nachlass bekommen vor einigen Wochen. Und da war unter anderem dieses mittelalterliche Blattstück. Das ist in Rautenform geschnitten. Das stammt wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert. Und es war für mich der Anlass, das war für mich der Anlass, Ihnen zeigen zu können, aus was sich so ein mittelalterliches Fenster, eine mittelalterliche Glasmalerei zusammensetzt. Und bevor ich jetzt ganz konkret auf diese Frage eingehe, vielleicht einige Bemerkungen. Das ist natürlich ein Grundbestandteil, nämlich das farbige Glas, das vorher aus so profanen Dingen, so profanen Stoffen wie Sand, Quarzsand und Holzasche geschmolzen wird in einem Holzbrandofen und mit Metallbeimischung wurde so etwas dann farbig gefärbt und entstand beispielsweise mit Kupfer, mit Eisen etc. entstand dann dieses schöne Grün. Das
musste dann geblasen werden, das Glas, ist zu einem Zylinder, der Zylinder wurde aufgeschnitten, es wurde geglättet, nochmal gebrannt und schließlich und endlich, damit es so ein, aus dieser Raute oder aus einem Glas fällt, so eine Raute wird, wurde es geschnitten mit einem heißen Eisen und nochmal mit einem sogenannten Kröseleisen so abgeknabbert, um es genauer hinzukriegen. Das sieht man auch ganz schön hier, diese Knabberkante. Und damit da aus dieser Raute ein Blatt wird, musste es natürlich auch noch bemalt werden mit dem sogenannten Schwarzlot. Das sind die Konturen, also das ist das nächste Bestandteil einer solchen Glasmalerei, das Schwarzlot, die Farbe, die Konturen, Schattierungen aufbringt auf diese Strukturen, ob das nun ein Gesicht ist oder ob das ein Blatt ist. Und dann wurde das nochmal gebrannt, damit das auch fest blieb. Ich entsinne mich, ich will Sie nicht unterbrechen, aber ja. Ich habe eine vielleicht auch etwas vorwitzige Frage. Ich war mal mit einem Glasmaler, einem heutigen Glaskünstler in einer der großen deutschen Glaswerkstätten in München und da gab es in so Holzregalen ganz viele Scheiben in unterschiedlichsten Farben. Und Der hatte so einen Entwurf, da hatte der eben mit Tusche ein bestimmtes Grün drauf und dann hat ihm der Besitzer der Glaswerkstatt aus den Holzregalen 27 grüne Scheiben vorgeführt und dann hat er gesagt, die Scheibe hätte ich gern und dann wurde was rausgeschnitten nach diesem Papiermodell oder dieser Papierzeichnung. Ist das im Mittelalter auch so? Gibt es ja auch ein Holzregal mit 27 grünen Scheiben und dann kommt ein Glaskünstler und sagt, also für dieses Blatt hätte ich gern diese Scheibe oder ist das neuzeitliche Luxuskultur? Ja, wie man es nimmt, also man muss schon sagen, diese Farben herzustellen, das waren auch Werkstattgeheimnisse. Also wir haben zum Beispiel aus dem 13. Jahr oder 12. Jahrhundert schon die Scedula Diversarium Artis, das ist so ein Kompendium auch der künstlerischen Techniken. Da werden die Glastechniken ganz genau beschrieben, aber was interessanterweise völlig fehlt, sind die Farbrezepte da drin. Das waren auch Werkstattgeheimnisse. Aber was da zum Beispiel beschrieben wird anhand der Gesichtsfarbe, da merkt man, also wenn dir, das schreibt also dieser Mönch, der das Ganze aufgeschrieben hat, so wenn dir ein besonders warmer Ton gelingt, dann nimm das fürs Gesicht. Also daran merkt man, dass natürlich das auch eine gewisse Zufälligkeit hatte. Und interessanterweise, wir denken heute, wir leben im Luxus. Interessanterweise ist das bei den mundgeblasenen Gläsern, die es zum Beispiel aus Glashütten wie in Waldsassen, die ähnlich arbeiten wie im Mittelalter, immer noch gibt, auch immer noch so ein gewisses Zufallsprodukt. Also bei Restaurierungen jetzt zum Beispiel ganz genau zu sagen, die Farbe, die hätte ich gerne. Ist gar nicht einfach. Aber es hat natürlich also dann Luxusbauten wie die großen Kathedralen, da hat man eine ungeheure Farbvielfalt. Und daran sieht man dann aber auch, dass das wirklich teuer und prächtig und aufwendig war. Ist mittelalterliche Glasmalerei ein Teamwork oder ist das sozusagen der eine Künstler, der dahinter steht? Ich entsinne mich nur, als ich die Chagall-Fenster mal mit einem Düsseldorfer Glaskünstler anguckte, sagte der, na der Chagall macht ja nur das Schwarzlot. Also die Farben, diese wunderbaren blauen Farben von dem Chagall, die sucht gar nicht Chagall aus, sondern die sucht eine Chartreuser Werkstatt aus. Ist Mittelalter Teamwork oder gibt es da den einen, das Brain dahinter, das sagt, die Farbe hätte ich gern und dann mit dem Pinsel Schwarzlot aufträgt und den Brennvorgang, also ein bisschen erzählen, wie geht denn das praktisch? Also man muss sich das sicherlich also im Werkstattverbund vorstellen, aber besagter Theophilus beschreibt uns auch dieses ganze Prozedere und man muss also denken, dass im Frühmittelalter, auch im Hochmittelalter, im Werkstattverbund, also mit mehreren Leuten da konnte vielleicht einer besonders gut Ornamente und der nächste besonders gut Gesichter oder ähnliches, schon also dieser ganze Prozess nachvollzogen worden ist. Also so natürlich waren die Glashütten extra. Also die Gläser wurden geliefert, aber dann vor Ort dieses Zurechtschneiden und auf einem Entwurf, der vorher angefertigt wurde und bemalen. Und das hat, denke ich, im allermeisten Fall auch also quasi in der Hand dieser Werkstatt mit wahrscheinlich einem leitenden Meister gelegen.
Aber wir haben dann im Spätmittelalter zunehmend auch solche großen Werkstattverbünde, wo dann auch zum Beispiel Dürer, Holbein, Waldungrien etc., so die Großen der Zeit, auch Entwürfe liefern. Und da teilt sich, da gibt es dann so eine Arbeitsteilung. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch sprechen. Wir haben über das Glas gesprochen, wir haben über die Schwarzlotmalerei. Und jetzt sehe ich aber da in dieser wunderbaren kleinen Rosette noch so eine Bleieinfassung. Und die brauchen wir ja, bevor wir unser Glas in irgendein Fenster reinbringen können, nicht? Ja. Also das ist der dritte Bestandteil des Ganzen, nämlich dass diese einzelnen farbigen Gläser ja zum Bild zusammengesetzt werden müssen und das werden sie in solchen Bleiruten. Ich hoffe, das kann man jetzt erkennen, also H-förmigen Bleiprofilen, und da wird dann so ein ganzes Fenster, auch zum Teil noch viel größere Scheiben zusammengefügt. Dieses Blei hat einen enormen Vorteil, weil es einerseits fest, aber andererseits auch flexibel ist. Also es zerbricht das Glas nicht, aber auf Winddruck und Ähnliches reagiert es flexibel, auch auf Ausdehnung durch Hitze und Kälte. Das ist ja eine große künstlerische Herausforderung, das so zu machen, dass es das Bild irgendwie nicht teilt. Hier nicht der Überwurf von Maria, da ist einfach so quer eine Bleirute gesetzt, die ja eigentlich gar nicht zum Design dieses schicken grünen Überwurfs gehört. Ist das sozusagen im Mittelalter eher als ein technischer oder als ein künstlerischer Vorgang gesehen worden? Oder ist das so eine naive Frage, überhaupt Technik und Kunst so zu unterscheiden? Wahrscheinlich hätte das der mittelalterliche Künstler, Handwerker, also das war so eines eigentlich auch, das nicht unbedingt unterschieden. Also man hat immer mit dem Material gearbeitet, sowohl mit seinen Chancen als auch mit seinen Grenzen. Diese Verbleiung, also man muss vielleicht noch zu diesem Stück sagen, das ist die Kopie eines Fensters aus dem frühen 14. Jahrhundert von einem Restaurator in Erfurt gemacht, in den 1960er Jahren vermutlich. Und im Mittelalter wäre das Blei, muss man sagen, doch etwas subtiler gewesen, sehr viel dünner. Man hätte mit diesen Bleikonturen sehr stark auch gearbeitet. Also wirklich im künstlerischen Sinne. Man hätte dicke und dünne Bleie unterschieden etc. Aber natürlich ist es so, dass die Größe der Glasscheiben, die man hatte und auch die Schnitttechniken durchaus da Grenzen gesetzt haben, dass das auch nicht wegbrechen darf und Ähnliches. Aber man kann sich mittelalterliche Bleinetze, die sind leider häufig auch dann verloren gegangen, später weggeschmissen worden und Ähnliches. Aber wenn man Originale anguckt, die sind also schon ein Kunstwerk, ein grafisches Kunstwerk an sich. Jetzt müssen wir, wenn wir auf die Scheibe gucken nochmal, wir haben gelernt, es gibt Schwarzlotmalerei auf Farben. Jetzt gibt es ja diese blauen Ranken, die Sie hoffentlich, während Sie die Suppe schlürfen oder Ihr Schnitzel essen, auch sehen können. Das sind so wunderbare kleine Ranken, die da auslaufen. Ist der Rest Schwarzlotmalerei und das Fenster darunter blau oder gibt es auch Blaulotmalerei? Nein, hier kann man es vielleicht auch ganz gut sehen an diesem kleinen, wohl tatsächlich mittelalterlichen Stück. Da wird eine Lasur aus Schwarzlot aufgebracht und dann wird ausgewischt mit einem kleinen Stäbchen oder einem Federkiel. Und wenn man sich das dann im Fenster vorstellt, unser Lichttisch ist vielleicht da nicht stark genug dazu, um sich das wirklich veranschaulichen zu können, dann hatte man zwar einerseits einen etwas dunkleren Hintergrund, aber andererseits glitzerte das dann farbig. Da ist alles Mögliche gemacht worden, Blätter, Sterne und so weiter. Jetzt haben wir also unser Fenster aufgebaut aus wunderschönem Glas. Es ist Schwarzlotmalerei draufgetan worden. Es sind Bleiruten zu einem Bleinetz gefügt worden. Und jetzt wollen wir das in ein Fenster bringen. Und hier haben wir ein wunderschönes Modell, wenn auch, glaube ich, aus Ytong-Blocksteinen. Das ist aber daran an, sie ist es eben nur ein Modell. Wir haben die Kathedrale nicht abgebaut und in die Akademie der Wissenschaften gebracht. Und hier sieht man jetzt, wie wird das eingefügt, also wie hält das? Hier sehe ich jetzt ganz viele Schrauben und Muttern, das ist aber neuzeitlich. Wie hält das in dem Fenster, dass es bei Wind und Wetter und beim ersten Ball eines bösen Buben nicht gleich rausfliegt? Das ist jetzt tatsächlich also ein Modell und vor allen Dingen ein Modell für eine Schutzverglasung, weil die mittelalterlichen Fenster, dadurch, dass sie in der
quasi in der Fassade angebracht sind, ja sehr stark leiden durch Wind und Wetter und Stürme, aber vor allen Dingen auch Umweltverschmutzung. Und dieses Modell ist entstanden, um so eine Schutzverglasung zu veranschaulichen, was ich Ihnen jetzt wegen des Abstandsgebots natürlich nicht zeigen kann, aber Herr Markschitz wird versuchen. Ich mache das als Assistent. Von außen, dass da so eine Nut ist in der Mitte des Steins. Ja, hier. Ja, und in eine solche Nut ist eigentlich dann quasi nach dem Bau die Glasscheibe reingeschoben worden. Da gab es Bewehrungseisen quer, die das Ganze gehalten haben, und dann ist das reingeschoben worden. Bei der Schutzverglasung kommt es darauf an, dass also das Glas, dass in dieser mittelalterlichen Position dann das Schutzglas angebracht wird. Das ist jetzt hier so eine Butzenscheibe, einfach um so verschiedene Verglasungsarten zu demonstrieren. Aber meistens sind das eher ungegliederte Gläser, damit man auch nicht diese Strukturen sieht, wenn man durch das Fenster guckt. Und das mittelalterliche Fenster rutscht dann etwas nach innen und wird deswegen, damit das überhaupt funktioniert, jetzt so aufwendig gerahmt. Aber das heißt, wir können uns richtig schön vorstellen, hier ist eine Nut, die sehen Sie nicht so richtig, die ist eingekerbt in dieses wunderbare Fischblasenfenster, was hier angedeutet ist. Und da schiebe ich sozusagen wahrscheinlich von unten erstmal den obersten Teil des Fensters rein und dann verschraube ich das alles gegeneinander und dann hält es. Jetzt haben Sie, Frau Deiters, schon was über Schutzverglasung gesagt. Das ist aber eine ganz neuzeitliche Sache, nicht, dass man sowas macht. Also man hat im Mittelalter vermutlich, wenn irgendein böser Bube einen Fußball, gab es ja noch nicht, aber einen Stein dagegen geworfen hat, dann wurde einfach jemand geholt und hat das etwas grob geflickt. Hat das mehr oder weniger grob oder vielleicht auch sehr schön geflickt, dass ist tatsächlich neuzeitlich, und man muss sagen, es hat schon im 19. Jahrhundert dann so Vergitterungen zum Teil gegeben, um Steinwürfe und Ähnliches abzuhalten oder grobe Hagelschläge. Aber diese Schutzgläser, das macht man eigentlich seit der Zeit der 1960er Jahre so Stück für Stück, weil man festgestellt hat, dass durch den sauren Regen die Glasmalereien in einem schrecklichen Maße verfallen. Also man hatte fast das Gefühl, auch einer sterbenden Gattung zuzuschauen. Unser Projekt ist unter anderem gegründet worden, um etwas zu dokumentieren, was wichtig für das europäische Kulturerbe ist, aber verloren zu gehen droht. Und diese Schutzverglasungen bieten auch innen durch Kirchenheizungen etc. Hat es ein Problem gegeben. Und man hat, das sehen Sie jetzt durch diesen Abstand der Scheiben, eine gute Hinterlüftung des Ganzen, damit also keine Feuchtigkeit und Korrosion, Schimmel etc. entsteht. Und da musste man aber auch viel rumexperimentieren und tut es auch bis heute noch, da wirklich für jeden Kirchenraum genau das Richtige zu finden. Sie sehen, die Projekte der Berlin-Brandenburgischen Akademie arbeiten nicht nur die Vergangenheit auf, sondern versuchen sie für die Gegenwart zu erschließen und zu erhalten. Jetzt müssen wir aber nochmal, jetzt haben wir viel über technische Dinge gesprochen, fragen, warum wollten denn die Leute das Fenster mit so einer Maria, die das Jesuskind auf den Armen oder an der Brust hält, warum haben die sich solche Mühe damit gemacht? Sie hätten doch einfach ein Fresko an die Wand malen können. Also warum, um Gottes Willen, so kostbare, teure Fenster, zum Teil ja auch sehr weit oben, nicht ganz einfach, also es geht doch vermutlich sicher schneller, wenn ich einen Farbtopf nehme und Maria mit dem Jesuskind male, als wenn ich ein großes, mehrbahniges Glasfenster da reinsetze. Warum machen die das? Was wollen die damit ausdrücken? Eigentlich erschließt sich das uns heute auch noch. Also auch viele Menschen übt ja Glasmalerei, auch gerade in einem Kirchenraum, der dann vielleicht noch voll verglast ist und dadurch so in ein farbiges Licht getaucht ist, eine unglaubliche Faszination aus. Weil es kommt von außen Licht rein und die Außenwelt wird abgeschieden, aber sie kommt doch ins Innere. Dieses farbige Licht verwandelt den Raum auch in etwas anderes. Der Kirchenraum als sakraler Raum, auch als Abbild des Himmels auf Erden, konnte mit den Glasmalereien in besonderem Maße umgesetzt werden.
Sicherlich ging es auch um die Inhalte, aber die da drauf abgebildet waren, aber ganz wesentlich, und das vermittelt sich in vielen mittelalterlichen Beschreibungen, ging es eigentlich um das Thema, also das himmlische Jerusalem, das ja auch in der Bibel beschrieben wird, als Edelstein leuchtend und farbig auf die Erde zu bringen mit diesem Material Glas. Licht ist ja in vielen Religionen das Symbol Gottes, und das ist es auch im Juden und im Christentum. Im Alten Testament, so fängt gleich die Schöpfungsgeschichte an, und es gibt viele, viele metaphorische, allegorische Interpretationen von Glas und Glasmalereien im Hinblick auf Gott und auf Gottes Licht, das Licht, das hindurchfällt, das Licht, das Gott sichtbar macht, das Licht, das Gott fassbar macht und das Licht, das die Farben überhaupt erst zu Farben werden lässt. Und eben, also Dante beschreibt ja auch das Paradies als Lichtlandschaft, und so, der fasst das eigentlich zusammen, wie diese vielen immer auch auf Glasmalereien bezogenen Lichtmetaphern auch verwendet werden im Mittelalter. Also deswegen schon mal das Material Glas, ähnlich wie Gold und Edelsteine, die ja auch viel in den Kirchen verwendet werden, zum Widerspiegeln des Gottes, einer höheren Wahrheit, die sonst eigentlich vom Menschen nicht fassbar ist. Also man kann sich, wenn man einen neueren Begriff aus der Diskussion nimmt, das als den anderen Ort vorstellen. Ja. Ich komme sozusagen aus dem Trubel der Stadt. Vor den Kathedralen sind ja häufig irgendwelche Buden und Marktplätze, nicht so freigeschlagen wie heute. Und aus dem Getümmel komme ich rein, werde ruhig und habe einen Ort und eine Form von Licht und eine Konzentration auf Farben, und also wie eine Symphonie, einen Rausch, den ich sonst nirgendwo habe. Jetzt müssen wir auch langsam schon zum Ende kommen, aber natürlich kommen wir jetzt in der Adventszeit, wenn wir schon da eine Maria liegen haben, nicht zum Ende, ohne dass wir ganz kurz nochmal auf dieses Glas zu sprechen kommen und hoffen, dass Sie noch beim Nachtisch sind und uns gern noch 2-3 Minuten zuhören. Die erste Frage ist, deute ich das richtig, dass oben ein Heiligenschein um die Maria drauf und sie trägt sozusagen etwas, was gleichzeitig eine Art Kopftuch gibt es offenbar nicht nur im Islam für Frauen, eine Art Kopftuch und Umhang ist? Ja, das ist also quasi ein Mantel, den sie auch über den Kopf geschlagen hat, auch als das Kopftuch, auch als Zeichen für die verheiratete Frau. Und sie trägt das Jesuskind da im Arm. Das ist ein Ausschnitt übrigens aus einer Flucht aus Ägypten, nach Ägypten, Entschuldigung. Man muss sich vorstellen, sie saß auf einem Esel und barg das Kind im Arm. Und das Jesuskind hat einen besonders schönen Heiligenschein, sogar mit einem Kreuznimbus drauf, dass wir wissen, schon im kleinen Kind ist dann das spätere Schicksal des Heilands angedeutet. Sie hat einen größeren Heiligenschein und einen doch mit ziemlich prächtiger so Gelb-Goldfarbe gemalten. Ja, das mindestens, also ist es quasi ein dunkelgelbes Glas, was da verwendet worden ist. Aber der kleine Heiligenschein ist noch mal etwas betont dadurch, dass da etwas mehr Arbeit investiert worden ist. Auch Arbeit war auch im Mittelalter wertvoll, noch etwas ornamentiert worden ist. Und ich müsste jetzt noch mal aufs mittelalterliche Original drauf gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar noch feiner gewesen ist. Jetzt entsinne ich mich sehr undeutlich, dass es so Marienfarben gibt. Ist die Farbwahl mehr zufällig, weil der Künstler das Rot und das Grün so mochte? Oder man sagt ja immer, mittelalterliche Architektur und Kunst als Bedeutungsträger, haben die Farben auch eine Bedeutung, die wir bloß heute nicht mehr verstehen, wofür wir Frau Deiters und die Kunstgeschichte brauchen und Bildgeschichte, dass sie uns das erklären? Ja, also Farben haben durchaus eine Bedeutung. Also Blau ist zum Beispiel ganz üblich für den Marienmantel, das zeichnet sie als Himmelskönigin aus. Aber sie waren trotzdem sehr viel vieldeutiger als im Mittelalter schon, als wir das so heute denken. Und es gibt ganze Lexika, die dazu geschrieben worden sind und eigentlich zeigen, es ist
ein vielfältiges, ein weites Feld. Grün ist aber so die Farbe des Glaubens, Farbe des Lebens, Farbe der Hoffnung. Also bei Grün ist es ganz klar, das passt auch zu diesem adventlichen Thema, nämlich als Lebensthema. Das wird immer wieder auf die Vegetation und auf die Schöpfung und natürlich auch auf die Hoffnung auf Auferstehung bezogen. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, wissen Sie, warum wir das hier ausgesucht haben? Weil wir Ihnen beide in diesen schwierigen Zeiten wünschen, dass Sie Hoffnung haben, dass Sie trotz der eingeschränkten Umstände ein mindestens einigermaßen erträgliches und gesundes Leben führen und wünschen Ihnen, da das der letzte Mittagssalon diesen Jahres ist, ein fröhliches, ein gesegnetes Weihnachtsfest, eine gute vorweihnachtliche Zeit und freuen uns darauf, wenn Sie beim nächsten Mittagssalon, wir hoffen es ja so inständig, auch tatsächlich unser Gast zum Mittagessen hier sind. Die Informationen darüber finden Sie wie üblich auf unserer Homepage www.bbaw.de und derweilen, bis dahin schauen wir einfach auf die grüne Hoffnung dieses Fensters. Liebe Frau Deiters, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein nicht nur belehrendes, sondern wie ich ja sagte, unterhaltsames und vergnügliches Gespräch. Ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen hat Ihr Mittagessen geschmeckt. Wir werden jetzt Mittagessen gehen. Verabschieden uns und wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Mittwoch. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.